auf dem Meuteshof ein. Hier sind wir im Jungviehstall, wo die Kälber und Jungrinder von 4 bis 14 Monaten untergebracht sind. Hier sind wir im Abkalbebereich. Im Hinteren sind die Kühe, die circa eine Woche vor der Abkalbung stehen. Und hier sind 4 Abkalbeboxen, wo die Kühe alleine abkalben. Auf der rechten Seite sind die trockenstehenden Kühe, hier sind die tragenden Rinder und im Anschluss sind die zu besamenden Rinder ab 14 Monaten. Hier sind wir im Frischmelkerbereich, wo die Kühe 2 Wochen nach der Abkalbung im Stroh bleiben. Jetzt in den 50er Außenmelkerkarussell mit Kuherkennung, Milchmengenerfassung, Fett- und Eiweißmessung, Brunsterkennung, Aktivitätserkennung und Selektionsboxen, wo die Kühe automatisch ausselektiert werden, Brunsterkühe oder Frischmelker oder erst oder zweite. Im Moment wird der Futtermischwagen bei der ersten Gruppe abgeladen. Dort drin ist Heu, Stroh
Grassilage, Maissilage, Fressschnitzelsilage, Getreideschrot, Raps- und Sojaschrot. Diese Futtermittel werden gemischt, damit jede Kuh die gleiche Mischung enthält.